Jetzt erklären wir in einem kleinen Video, wie man bei einer Spantiefenzustellung mit Stegen vorgeht. Zuerst zeichnen oder importieren wir eine einfache Geometrie und markieren diese. Dann klicken wir auf den Button Kamm und wählen Fräserkorrektur 2D 3D. Als nächstes wählen wir einen Fräser aus. Hierfür klicken wir auf das große Feld rechts im Fenster. Im nächsten Schritt wählen wir einen Fräsertypen aus, den wir nutzen möchten. Als nächstes stellen wir die Parameter für den Fräser ein: Spitzenradius, Eintauchtiefe, Flughöhe und so weiter. Wenn wir dies getan haben, bestätigen wir unsere Eingabe mit dem grünen Häkchen. Jetzt wählen wir den Ziellayer. Dieser Layer ist der Layer, den wir letzten Endes zur Steuerungssoftware senden. Im nächsten Schritt stellen wir die Korrekturrichtung ein: vertieft für innen und erhaben für außen. Danach stellen wir das Abräumverfahren keine ein und bestätigen wieder alles mit dem grünen Häkchen. Jetzt ist eine zweite Kontur zu sehen. Um jetzt die Stege setzen zu können, klicken Sie rechts oben auf die Layer-Auswahl und wählen hier Ihren Ziellayer. In unserem Fall ist es der Layer 16. Als nächstes gehen wir wieder auf Kamm und wählen hier den Button Haltestege. Hier können wir nun die Stegdicke und Stegbreite festlegen und mit dem grünen Häkchen bestätigen. Nun klicken wir mit der linken Maustaste auf die Fräskontur und setzen uns die Stege an verschiedene Positionen. Wenn Sie die Stege gesetzt haben, bestätigen Sie diese mit der rechten Maustaste. Jetzt können wir überprüfen, ob die Stege gesetzt wurden. Hierfür gehen wir auf Kamm und klicken auf Volumenansicht. Nun sollten die Stege zu sehen sein. Für die Spantiefenzustellung bleiben wir auf Layer 16 und wählen unter Kamm den Button Spantiefenzustellung aus. Jetzt stellen wir die Schichttiefe ein, zum Beispiel 1 mm. Jetzt nimmt die Maschine pro Zustellung der Z-Achse 1 mm Material ab. Hier kann man den Eintauchwinkel verändern. Dieser bestimmt die Anfahrt in das Material. Wenn wir diese Einstellung abgeschlossen haben, bestätigen wir alles mit dem grünen Häkchen. Zur Überprüfung gehen wir jetzt wieder auf Kamm, bleiben aber in unserem Ziellayer und wählen dann den Button Normprojektion aus. Stellen uns kurz die Ansichtswinkel ein und bestätigen mit OK. Wenn alles soweit richtig gemacht wurde, sollte es jetzt so aussehen wie bei mir. Bitte achten Sie darauf, dass Sie immer erst die Stege setzen und dann die Spantiefe, da es andersherum leider nicht funktioniert. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal.